Wurst hat zwei. Nein, da sieht man wieder, dass bei uns in der Bestattungsbranche der Humor nicht ausstirbt. Das Geschäft mit dem Sterben, begleitet von viel Witz und Blasmusik. Nach vielen erfolgreichen Abenden kehren Gerhard Polt und die Wellbrüder zurück an die Kammerspiele. Mit der Tragikomödie Erschene Leich werden der Tod und die, die damit Geld verdienen wollen, auf die Schippe genommen. Mit Regisseur Rudi Häusermann inszeniert dieses Mal ein Meister des hintergründigen Humors. Wir haben uns natürlich um eine Komödie bemüht. Das ist auch natürlich die große Stärke von Gerhard Polt. Das Thema ist ein ernstes, sehr, sehr ernstes Thema. Und wenn man das richtig behandeln will, ist das natürlich in dem Abend schon nicht wegzuspielen. Gleich mehrere Rollen spielt Kultkabarettist Gerhard Polt in seiner neuen bayerischen Tragikomödie. Neu im Ensemble der Kammerspiele ist Schauspielerin Maren Solti. Auch sie verkörpert gleich mehrere Figuren in Erschene Leich. Diesem Affen imponiert das auch noch und lässt sich scheiden von mir, ja? Und vorher schreibt er mir noch, Hilde, wenn ich einmal nicht mehr auf dieser Welt sein sollte, ja, deine Königsberger Klopser, die nehme ich mit in den Himmel. Ja, super. Das ist ein super Gefühl tatsächlich, weil es sehr viel Spaß macht. Also es war immer eine lustige Probenzeit einfach. Und ich komme ja direkt aus dem Studium, das heißt, für mich ist jetzt gerade ganz neu, dass man mit den Wellbrüdern und Gerhard Polt zusammenarbeiten kann, wo man auch einfach super viel lernen kann. Es geht bei einer Beerdigung um die Würde. Würde? Hörst du das, Darling? Der redet mir hier von Würde, also wirklich. Würde, das ist meiner Meinung nach doch nur ein Wort für Sie, um noch mehr Geld einzukassieren, oder nicht? Für die Kammerspiele ist das Stück ein echtes Highlight. Am Samstag feiert Erschene Leich Premiere im Schauspielhaus.